Königliche Hoheit, zuerst genannt, Herr Oberbürgermeister, Fragen, Frau Schramm, liebe Knacken, wie gesagt, auch liebe Gäste, herzlich willkommen hier bei uns im Sächsischen Landtag. Und wir sind ja gleich richtig eingestimmt worden. Wir beginnen ja heute ganz feierlich den 21. Tag der deutschen Einheit. Und bei uns in Sachsen haben wir einen doppelten Grund zum Feiern. Sachsen ist ja das einzige Bundesland, das sich ebenfalls am 3. Oktober 1990 aus eigener Kraft neu begründet hat. Und wir haben das damals, wie könnte es in Sachsen anders sein, an historischer Stätte getan, um auf der Albrechtsburg zu weisen und damit ganz einfach an die tausendjährige Geschichte des sächsischen Staates anzuknüpfen. Und die Sachsen halten sich ja viel auf ihre große Geschichte und Identität zugute. Und meine Damen und Herren,